42.000 Zuschauer im ausverkauften Rasunda-Stadion haben zuvor die deutsche Nationalhymne gehört. Franz Beckenbauer wird zurücktreten. Nicht, weil sein Manager Schwan meint, ein Genie dürfe nicht arbeiten. Er wird zurücktreten, wenn die deutsche Mannschaft sich nicht für die WM in Mexiko qualifiziert. Und das wird immer unwahrscheinlicher nach dem heutigen Ergebnis. Die Aufstellung der Schweden, Ravelli, Erlandsson, Hüsen, ein Hugonotte, Dahlqvist, Fredriksson mit der 6, der kleine Robert Fritz, Strömberg, Andreas Ravelli, der Zwillingsbruder des Torwarts, Torbjörn Nilsson, Dan Corneliusson und Jan Svensson, die letzten drei, alle gut bekannt in Deutschland, weil sie in der Bundesliga gespielt haben. Franz Beckenbauer weiß das Ergebnis, die Spieler nicht, denn er will ihre Konzentration nicht stören. Harald Schumacher im Tor mit der 2 Berthold, 3 Brehme, 4 Karl-Heinz Förster, 5 Klaus Augenthaler als Libero, 6 Dietmar Jakobs, 7 Pierre Littbarski, 8 Hans-Peter Briegel, 9 Rudi Völler, 10 Matthias Herget und mit der Nummer 11 das Geburtstagskind der Mannschaftskapitän Karl-Heinz Rummenigge, der 5 Monate nicht mehr im deutschen Team stand und heute wieder sein erstes Länderspiel bestreitet. Franz Beckenbauer, ihm und Rummenigge galten hier die meisten Ovationen der Schweden. Beckenbauer ein bisschen erleichtert, nachdem ihm das Ergebnis mitgeteilt worden ist. Er will sich einen Motivationsschub für die Mannschaft aufbewahren. Er will ihm nicht sagen, wie das Spiel CSSR Polen ausgegangen ist. Denn in zu deutlicher Erinnerung hat er noch die schwachen Leistungen, vor allen Dingen den mangelnden Einsatz bei der 0:1 Niederlage gegen die UdSSR. CSSR Portugal, das Ergebnis ist bekannt und hier rechts der Herr mit der Brille, das ist der schwedische Trainer Lars Arnesson. Knapp 50 Jahre alt, die Seitenwahl ist ausgeführt. Rudi Völler am Anstoßkreis. Der Bremer, der ja ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt hat, neben seinen 8 Siegertoren, durch seine Auseinandersetzung mit Waldhof-Trainer Klaus Schlappner am vergangenen Wochenende, als er ihm den Hut stahl, viel Flachs hier ertragen musste, ebenso wie Karl-Heinz Rummenigge, der ja auf dem Weg nach Stockholm gleich zweimal sein Flugzeug verpasste. Mal haben beide Teams bisher gegeneinander gespielt. Die Bilanz positiv für die Schweden. 12 Siege, 4 Unentschieden, 10 gewann die deutsche Nationalmannschaft. An dieses Rosunda-Stadion haben die Deutschen sehr gute Erinnerungen, zumal wenn es sich um Weltmeisterschaftsqualifikationsspiele handelt. Fast auf den Tag genau, vor 20 Jahren, gab es hier eine 2:1 gegen Schweden und damit die Fahrkarte zur WM nach England. Das entscheidende Tor schoss damals Uwe Seeler. Und da machte Franz Beckenbauer sein allererstes Länderspiel. So, ich denke, das reicht zunächst als kleine Einstimmung. Der Statistik ist auch Genüge getan. Was wir uns erhoffen, was Franz Beckenbauer natürlich vor allen Dingen von seiner Elf erwartet, ist, dass die kämpferische Einstellung hundertprozentig stimmt, ganz anders als bei dem Länderspiel gegen die UdSSR. Da hat er seine Elf im Nachhinein ganz gehörig die Leviten gelesen. Eine solche Einstellung wird es auch bei Freundschaftsspielen nie wieder geben, sagte Beckenbauer. Mittelpunkt seiner Kritik, in der er an fast keinem Spieler ein gutes Haar ließ, war vor allem der Frankfurter Thomas Berthold. Schiedsrichter Marcel van Langenhove, ein 41-jähriger Belgier, der Deutsch, Englisch und Französisch spricht. Und insofern wohl mit beiden Teams, zumindest sprachlich, keine Verständigungsprobleme haben wird. So, mit ein bisschen Verspätung unter den Augen von Franz Beckenbauer und Lars Arnesen wird jetzt die Begegnung angefangen. Strömberg, abseits von Torbjörn Nilsson. So sieht die Tabelle aus. Die
die Schweden zählen nur die Gewinnpunkte, also 10 Punkte Westdeutschland, Westtyskland, Schweden 6, Portugal 6 und die Tschechen darf 5. Foul an Andreas Brehme. Karl-Heinz Förster bei Nilsson. Der rechte Außenverteidiger Erlandsson. Die Abwehrreihe, die versetzt Franz Beckenbauer richtig gehend in Verzückung. Er hat geschwärmt von diesen Schweden, so wie er es tut, wenn er vom Golf erzählt. Die vierer Abwehrreihe der Schweden sei so eingespielt über das ganze Helden, sieben Abseits. Ja, die Abseitsfalle zum zweiten Mal hat sie funktioniert und ganz toll. Ganz außen wartet Andreas Brehme auf der linken Seite, ja, aber keiner bietet sich direkt an. Die ersten Szenen machen deutlich, mit welchem taktischen Konzept die deutsche Mannschaft in dieses Spiel geht. Defensive Spielweise, das sieht man allein auch schon aus der Aufstellung. Vorrangig zunächst einmal Tore zu verhindern, weil Franz Beckenbauer davon ausgeht, dass die Schweden zu Hause offensiv werden müssen, die ja eigentlich eine exzellente Kontermannschaft sind, denen es aber schwerfällt, selbst das Spiel zu machen. Wir werden sehen, ob der deutsche Teamchef recht hat. Vorteil deutet der Schiedsrichter nach dem Foul an Rudi Völler. Rummenigge. Vielleicht zwei bei ihm. Briegel. Und Völler. Ja, da kann man sehen, nicht nur wie gut Rudi Völler ist, sondern wie wertvoll auch ein Mann mit der Physis von Hans-Peter Briegel ist, der sich gegen die Riesen da in der schwedischen Abwehr durchsetzt. Da haben wir es. Völler geschickt hat er sich selbst da den Rücken, den Weg freigesperrt. Die erste deutsche Chance in der fünften Spielminute. Strömberg. Foul von Matthias Berget. Das ist der Spielmacher der Schweden, Robert Fritz, nur 1,68 Meter groß, aber dabei 71 Kilo schwer. Ein exzellenter Techniker, gefährlich, Freistoß-Spezialist. Svensson.
beiden Italiener, die heute so aussehen, als wären sie beim gleichen Friseur gewesen. Sehr kurze, windschnittige Frisur. Breme. Hans-Peter Briegel, links wartet Pierre Littbarski. Foul von Strömberg an Briegel, der am Knie getroffen ist. Ich glaube, ziemlich unglücklich, möglicherweise an den Innenbändern. Ja, die Szene ging noch weiter. Ich glaube, er hat Hans-Peter Briegel aufs Knie getreten. Ja, man sieht die Stollenabdrücke. Das sieht nicht gut aus. Professor Hess auf dem Platz, der Masseur. Schmerzverzerrtes Gesicht. Freistoß Matthias Herget, Littbarski. Noch immer Littbarski. Förster. Ich vermute, dass wir das noch öfter sehen werden, diese Rückpässe. Denn die gesamte schwedische Mannschaft rückt sofort mit auf, wenn der Ball in Richtung deutsches Tor unterwegs ist. Decken hautnah. Erlandsson, Littbarski bleibt Sieger. Verlass. Rudi Völler haben sie ganz großen Respekt, die Schweden. Die Namen, die man dann sonst noch hört, Rummenigge, Riegel wegen seiner Physis und vor allem Toni Schumacher, gegen den hier in den letzten Tagen in den Zeitungen noch einmal Stimmung gemacht worden ist. Der WM-Bengel wurde er genannt, in Erinnerung an sein Foul an Battiston. Strömberg. Jakob. Target. Und Foul von Rehme. Ja, da hat er Glück, dass der Schiedsrichter nicht mehr von ihm will, oder doch? Musste schon einmal aussetzen, nachdem er in zwei aufeinanderfolgenden Spielen jeweils die gelbe Karte hatte. Und erneut also gelbe Karte für Andreas Rehme, den Lauteren. Dann Corneliusson, der frühere VfB-Spieler, der jetzt in Italien sein Geld verdient. Ah, dann nehmen die Rummenigge die Zange gleich. Immer eigentlich, wenn er in Ballnähe ist, zwei Mann, die ihn hauteng bewachen. Berthold, Karl-Heinz Rummenigge, der immer wieder auf die Flügel ausweicht, um sich dieser engen Deckung zu entziehen. Völler! Ja, den hat er in der Rücklage nehmen müssen. Schade, gute Flanke von Karl-Heinz Rummenigge. Rudi Völler steigt. Ein Einwurf inzwischen ausgeführt.
Fritz. Berthold. Strömberg bleibt im Ballbesitz, der Mann, der in seinen Bewegungen vom Aussehen her an Bernd Schuster erinnert. Der kleine Fritz. Strömberg, über den viel läuft. Noch immer Litbarski. Schöner Trick von Rummenigge. Na, keine Ecke. Thomas Savelli, der Torwart, Nachfolger von Roddy Hildström. Der ja 10 Jahre beim 1. FC Kaiserslautern in der Bundesliga spielte, der gestern auch hier war. Auch im Quartier der deutschen Nationalmannschaft. Erlandson, der Kapitän, der Rechtsverteidiger, Prutz. Schönes Auge für die Situation, Prutz. Der ist vor kurzem aus Schottland wieder zurückkam nach Stockholm. Bei den Glasgow Rangers sich überhaupt nicht zurechtfand. Rummenigge, kein Abseits. Rummenigge gegen Fredriksson. Jetzt pfeift der zu harte Einsatz von Karl-Heinz. Schiedsrichter bisher sehr aufmerksam. Und Foul von Erlandson. Bin gespannt, wie der Schiedsrichter entscheiden wird. Ja, da ging ein Erlandson Foul dem Völler Foul voran. Da haben wir wieder den schwedischen Kapitän. Wiederholung dieser Szene. Jan Svensson ist etwas übertrieben im Einsatz. Herget. Ja, Andreas Behme war mitgelaufen, aber der Ball war zu steil. Die deutsche Mannschaft hat die erste Viertelstunde, vor der sie so ein bisschen Angst hatte, relativ gut überstanden. Dieses berühmte frühe Tor, das niemand hinnehmen will, von dem immer wieder gesprochen wird, denn es ist klar, dass niemand ein Tor hinnehmen will, sondern nur gewinnen, wenn möglich. Aber dieses frühe Führungstor hat natürlich oder bringt taktische Zwänge mit sich, sodass Deutschland hätte öffnen müssen und wäre so mit dem schwedischen Konterspiel entgegengekommen. Das war die ganz große Sorge von Franz Beckenbauer.
Einen gefährlichen Angriff aufs Tor von Schumacher haben wir bisher noch nicht gesehen. Ravelli, Erlandson, Hüseyin, Torbjörn Nilsson, ja, und Klaus Augenthaler hat geklärt. Sehr schöne Aktion des Münchners, von dessen Aufstellung ja lange diskutiert worden ist. Wiederholung, da kommt Augenthaler. Frage, war das Risiko zu groß, Augenthaler ins Abwehrzentrum zu beordern anstelle von Matthias Herget, der jetzt eine Art zweite Sicherung vor der Abwehr spielt. Eckball Svensson. Jakobs bei Nielsen, faire Attacke. Litbarski, schwach im Verein, in den letzten Spielen, aber gut in der Nationalmannschaft und Berthold. Sehr schöne Aktion, Thomas Berthold in seinem 7. Länderspiel. Auch seine Aufstellung war ja nicht unumstritten nach den schwachen Leistungen von Moskau. Böller gegen Dahlquist. Ah, Rummenigge hat das gewartet. Schade. Prütz, der aus der Defensive heraus das Spiel der Schweden aufbaut. Wieder Prütz. Berg. Foul von Thomas Berthold an Glenn Ströcker. Svensson. Abschlag. Jan Svensson, ein sehr dribbelstarker Mann, den wir alle aus der Bundesliga kennen, der immer für Aufregung sorgt. Erster Eckball für die deutsche Nationalmannschaft. Die Trikots der Deutschen sind von den schwedischen für die Schwarz-Weiß-Zuschauer nur schwer zu unterscheiden. Also deutsche Mannschaft von rechts nach links. Dies noch einmal als Hinweis. Und die erste Ecke ausgeführt durch Pierre Litbarski. Schiedsrichter Marcel van Langenhove entscheidet auf Freistoß. Wiederholung. Bei diesem Luftkampf da soll es einen Foul gegeben haben. Freistoß ausgeführt, Strömberg. Kein Abseits, Svensson.
Rummenigge sofort attackiert von Erlandsson. Einwurf für Deutschland. Schwer auch für Rudi Völler, gleich zwei bei ihm. Briegel. Foul von Svensson an Karl-Heinz Rummenigge. Die gesamte schwedische Mannschaft kommt zurück bis auf Torbjörn Nilsson, der sich jetzt auch in Richtung eigener Strafraum orientiert. Da sahen wir ihn gerade am Bildrand, weil er sehr kopfballstark ist und jetzt hinten aushilft. Pierre Littbarski führt den Freistoß aus. Jakob vorne, Förster. Und Stig Fredriksson klärt auf Kosten des zweiten Eckballes, entschuldigt sich vor allem bei seinem Torwart. Littbarski. Völler am kurzen Eck und Tor! Sehr schöne Aktion. Der Eckball von Pierre Littbarski auf den kurzen Pfosten gezogen. Rudi Völler, 23. Spielminute, das 1:0. Ja, wenn das nicht die Fahrkarte nach Mexiko ist, dann weiß ich es nicht mehr. Es reicht ja eigentlich schon ein Unentschieden. Schöne Aktion von Littbarski und dann von Völler, der sich blitzschnell von seinem Bewacher löst, schön in diesen Kopfball hineingeht. Führung also. Es war zu erwarten eigentlich, dass die deutsche Mannschaft, die hier heute Abend antritt, eine andere sein wird. Von der ganzen Einstellung her, abseits übrigens, als gegen die UdSSR, dass es aber so optimal klappen würde. Damit durfte man sicher nicht rechnen. Erlandsson, Strömberg, Ravelli, Svensson. Littbarski hilft hinten aus. Wechselspiel zwischen Littbarski und Berthold ist wichtig und kein Elfmeter. Ja, Jan Svensson guckt da
ein bisschen zornig in Richtung Schiedsrichter, aber das Spiel läuft weiter. Völler wieder in der Mitte. Breme. Schuss von Rudi Völler. Rummenigge. Schauen wir uns jetzt noch mal an, ob das wirklich ein Elfmeter war. Nein, glaubt nicht. Torben Nilsson, Strömberg gegen Briegel. Svensson. Zweiter Eckball für die Schweden, die jetzt kommen müssen. Ein Spiel, das ihnen, so glaubt jedenfalls Teamchef Franz Beckenbauer, überhaupt nicht liegt, denn ihre Bestleistung haben sie gezeigt bei Konterspielen. Da haben wir den deutschen Teamchef, der vor kurzem 40 Jahre alt wurde. Rekordnationalspieler mit 103 internationalen Einsätzen. Neben seinem Assistent Horst Köppel. Die beiden verbindet ja ein sehr gutes, ein harmonisches Verhältnis. Und das Lars Arnesson, der schwedische Coach. Ja, da gibt es ein paar Rangeleien im Strafraum am kurzen Pfosten. Da stehen zwei bei Strömberg, der da schon mit dem Körper arbeitet, bevor der Ball überhaupt unterwegs ist. Fritz! Robert Fritz, der torgefährlichste Mittelfeldspieler. 5 Begegnungen, 5 Treffer erzielt. Ein sehr schöner Volleyschuss, schwer zu nehmen. Jetzt sind sie 3 gegen 3 im Moment. Hans-Peter Briegel beschwert sich ein bisschen und Rudi Völler entschuldigt sich. Aber immerhin dritter Eckball für die deutsche Nationalmannschaft. Ja, das verstehe wer mag. Weiß nicht, was Herr van Langenhove sich dabei gedacht hat. Klarer Eckball. Von Dietmar Jakobs an Torbjörn Nilsson, der bisher überhaupt nicht zur Entfaltung kam, ganz eng gedeckt wird. Vorbildlicher Einsatz von allen deutschen Abwehrspielern. Klaus Augenthaler gerade, der immer wieder nachsetzte.
Da geht Nielsen am Ball. Und Berthold hat geklärt. Für den Augenblick. Fritz! Ja, jetzt aber doch einige brenzliche Situationen vor dem Strafraum. Nielsen, der Fritz schön in den Lauf spielt. Und dritter Eckstoß. Toni Schumacher soll den Ball hinter der Linie gefangen haben. Nimmt das mit einem Schmunzeln zur Kenntnis. Kurz gespielt, Strömberg. Fredriksson. Ja, und jetzt wäre Platz für einen schnellen Konter. Litwarski bietet sich an. Schön in den Lauf gespielt von Rummenigge. Wieder Klaus Augenthaler, der gut aufpasst. Matthias Herget, das Wechselspiel Augenthaler. Herget, was Franz Beckenbauer sich hat einfallen lassen, klappt gut. Der eine gedacht als Sicherung vor der Abwehr, der andere dahinter. Und wenn einer mal nach vorn geht, dann bleibt der andere hinten, sichert ab. Litwarski! Alle war schwer zu nehmen, dieser Ball direkt, setzte kurz vor dem Kölner auf. Aber schön herausgespielt, ein schneller Konter über drei Stationen, Herget, Breme, Litwarski. So sind die Schweden sicher zu knacken. Beiden Frankfurter gegeneinander, Berthold und Svensson. Fehler Augenthaler. Oh, da hat er Glück gehabt. Völlig unnötig. Der Rückpass wäre besser gewesen, auch wenn er Klaus Augenthaler die Pfiffe der 42.000 Zuschauer eingebracht hätte. Da muss man auf Nummer sicher gehen, denn hier geht es um die Fahrkarte nach Mexiko. Svensson. Nielsen. Die ersten beiden in unserer Gruppe kommen ja weiter, qualifizieren sich für Mexiko. Und nachdem die CSSR Portugal geschlagen hat, würde uns hier heute bereits ein Punkt reichen. Darum geht es, nicht darum, besonders schön, besonders gut und angenehm fürs Publikum zu spielen, sondern sich endgültig zu qualifizieren für Mexiko. Andreas Ravelli, Herget, Foul. Matthias Herget heute mit der Nummer 10 anstelle der 5, die der Libero normalerweise trägt. Wiederholung des Fouls an dem Uerdinger. Aber man kann auch sagen, der doppelte Libero, 2x5 oder die 10 des Spielmachers sind von ihm. Erwartet sich Franz Beckenbauer nach vorn hin. Auch Impulse.
Schiedsrichter van Langenhove deutet an, dass er diese Verletzungspause, diese Zeit nachspielen lassen wird. Den Matthias Herget hat sich der schwedische Coach extra noch einmal angeschaut bei der Begegnung Frankfurt gegen Uerdingen, um einerseits Svensson zu beobachten, andererseits aber auch Matthias Herget, der hier einen sehr guten Namen hat. Litbarski. Strömberg. Im Moment erleben wir so eine Phase, wo den Schweden offensichtlich gegen die sehr gut deckende Mannschaft ein bisschen das Konzept fehlt. In der Mitte sind die beiden Spitzen, sind Corneliusson und Nilsson, von Jakobs und Förster sehr gut bewacht. Auf den Flügeln klappt die Übernahme, die Abwehr in den Räumen auch sehr gut. Und im Gegensatz zu den Deutschen läuft den Schweden im Moment so ein bisschen die Zeit davon. Da wird mit allen Tricks gearbeitet. Klammergriff von Erlandsson gegen Rudi Völler. Foul an Nilsson. Dietmar Jakob. Abseits von Strömberg. Korrekte Entscheidung. Der blonde Schwede war längst unterwegs, bevor der Ball überhaupt gespielt wurde. Litbarski. Bleibt im Strafraum, das ist gut, hält den Ball im Strafraum und Herget! Matthias Herget schießt das 2:0. Die 40. Spielminute und wieder die Vorarbeit von Pierre Litbarski. Franz Beckenbauer sieht sich in vielem bestätigt. Litbarski am vergangenen Wochenende, nach Meinung mancher noch Kreisliga-Format, heute mit einer exzellenten Leistung und der Abschluss durch Matthias Herget. Sehr schön die Einzelaktion und dann das 2:0 durch Matthias Herget. Ja, meine Damen und Herren, ich denke, das war mehr als nur eine Vorentscheidung.
so wie sich die deutsche Mannschaft vor allem im Abwehrbereich präsentiert. Dazu die guten, schnellen Konter. Gelegentlich zwar nur vorgetragen, aber doch sehr effektiv, ebenso wie die Chancenausnutzung. Da wird es für die Schweden relativ schwer, aus diesem 0:2 jetzt noch einen. Selbst ein Unentschieden würde der deutschen Mannschaft ja im Moment zur Qualifikation für die Weltmeisterschaft reichen. Nach Völler Fehler Fritz. Erlandsson wieder Fritz. Um den müsste man sich jetzt ein bisschen mehr kümmern. So kurz vor der Pause. Erlandsson. Foul von Andreas Brehme, der ein bisschen vorsichtig sein muss. Eine gelbe Karte hat er ja in diesem Spiel bereits erhalten. Der Pass. Fritz führt den Freistoß aus. Alle Schweden in der deutschen Hälfte. Weit nach vorn geschoben. Ja, das war sehr schön zu sehen, wie dieser Freistoß praktisch von Fritz in den Lauf gespielt wurde. Berthold bietet sich innen an. Abseits, abseits des jungen Frankfurters. Der Freistoß von Fritz. Der Kopfball von Nilsson. Wiederholung dieses Freistoßes. So, jetzt machen sich auch die deutschen Schlachtenbummler bemerkbar. Einige hundert sind es. Strömberg gegen Berthold. Wieder Strömberg. So, und jetzt könnten Sie für ein bisschen Entlastung sorgen, Rummenigge. Die 45. Minute läuft, meine Damen und Herren, und wenn es so bliebe, wie gesagt, aber nur für den Fall wenn, dann wäre die deutsche Mannschaft in Mexiko. So, die offizielle Spielzeit ist um. Ich bin gespannt, ob der Schiedsrichter Wort hält mit der Andeutung von vorhin, dass er nachspielen lässt wegen der Verletzungspause. Riesenglück jetzt gerade, als Fredriksson den Ball nicht mitnehmen konnte. Völlig Freistand in der Mitte. Und Schumacher. So, Halbzeitpfiff. Nein, das muss wiederholt werden. War wohl
Foul angezeigt und damit Freistoß von Schiedsrichter van Langenhove. So, jetzt macht er es dann perfekt. Die erste Halbzeit ist zu Ende, meine Damen und Herren. 2:0 Führung für die deutsche Nationalmannschaft durch das 1:0 von Rudi Völler in der 23. Minute und das 2:0 durch Matthias Herget in der 40. Ich gebe zurück bis zum Beginn der zweiten Halbzeit ins Sendezentrum nach Mainz, zunächst in die Heute-Redaktion. Beim Fußball-Weltmeisterschaftsqualifikationsspiel Schweden gegen die deutsche Mannschaft. Und die deutsche Nationalmannschaft führt 2:0. Immer wenn es drauf ankommt. Die Tore von Rudi Völler und von Matthias Herget. Ich finde, eigentlich schuldet uns die deutsche Nationalmannschaft noch eine prima zweite Halbzeit, um sich dann mit richtigem Nachdruck zu qualifizieren für die Weltmeisterschaft in Mexiko. Es ist ein besonders guter Tag anscheinend für die deutsche Mannschaft, denn das parallele Spiel in der zweiten Gruppe ist ja auch günstig für Franz Beckenbauer gelaufen. Der 1:0-Sieg der Tschechoslowakei über Portugal. Also ein gutes Unentschieden täte es schon. Wir aber wünschen uns mehr. Ich sehe, es gibt wieder Bilder aus dem Rasunda-Stadion in Stockholm. Ich rufe Eberhard Figemeier, unseren Reporter. Zweite Halbzeit. Und da im Mittelkreis, da unterhalten sich zwei alte Bekannte, Hans-Peter Briegel und Torbjörn Nilsson, der 1982 zum 1. FC Kaiserslautern stieß, nach seinen fulminanten Europapokaltoren. Dann zurückging und eigentlich in der Nationalmannschaft nicht mehr weiterspielen wollte, weil ihm die ewigen Trainingslager, die Landetränken von der Familie missfielen. Wirkte die ersten drei Qualifikationsspiele nicht mit, dann ein Kniefall des Trainers Arneson. Und dann kam ein Torbjörn Nilsson zurück, der sicher der gefährlichste Angreifer im schwedischen Dreikronen. Wir haben uns in der Halbzeit noch ein bisschen umgehört, auch beim schwedischen Fernsehkollegen, der hier neben uns in der Kabine sitzt. Wohin man hört, überall Respekt und Anerkennung für die taktisch sehr disziplinierte Leistung der deutschen Nationalmannschaft, die zugegebenermaßen defensiv ausgerichtet ist. Das zeigt allein die Aufstellung und die Tatsache, dass Franz Beckenbauer auf einen Techniker wie Felix Magath verzichtet hat. Der Hamburger hat das übrigens akzeptiert, ohne Klage. Ist Sportsmann genug, um auch damit fertig zu werden, dass er in diesem Spiel nur auf der Bank sitzt. Die Aufstellung gab Beckenbauer rechts, Eckball Prütz. Rummenigge hat da hinten vor dem eigenen Strafraum geklärt. Augenthaler mit Herget in dieser Doppelfunktion abzusichern vor und hinter der Abwehr. Wechselspiel im Mittelfeld. Zwei Spitzen und ein Pierre Littbarski als einzig offensiver Mann im Mittelfeld. Das alles zeigt, was Franz Beckenbauer sich überlegt hat. Bisher liegt der DFB-Teamchef auf jeden Fall goldrichtig. Nilsson. Rummenigge an seinem 30. Geburtstag. Noch immer bestechend die Ballführung. Was er alles mit dem Ball kann, torgefährlich ist er auch. Littbarski. Karl-Heinz Rummenigge führt ja mit 4 Treffern die Torschützenliste der italienischen ersten Liga an. Hat dazu im Pokal, im Europapokal noch 2 Treffer erzielt. Und wie es ohne ihn in der Nationalmannschaft läuft, das haben wir in den letzten Spielen ja auch gesehen. Von
Corneliusson. Strömberg. Breme. Svensson gegen Jakobs. Breme kommt hinzu. Schöner Heber von Strömberg, der mir im schwedischen Team noch mit am besten gefällt. Immer wieder anspielbar, mit gutem Auge für die Situation. Fredriksson und... Ja, das war die erste ganz große Chance für die Schweden. Stig Fredriksson, der Linksverteidiger, nur knapp am Tor von Toni Schumacher vorbei. Da hat sich um den aufrückenden Verteidiger niemand gekümmert. Noch einmal die Wiederholung. Foul an Matthias Herget, während Kollegen des schwedischen Fernsehens die Zeiten bezeichnen, von Andreas Ravelli, dem Zwillingsbruder des Torwarts, der eher als Hitzkopf gilt. Am linken Knöchel getroffen. Wenn man über das Tor von Herget diskutiert, dann geraten hier alle in Schwärmen. Dieser schwer zu nehmende Schuss mit dem Außenriss, geschossen direkt. Der schwedische Vollmond. Fredriksson. Rechts bietet sich Erlandsson an, der Kapitän. Strömberg. Moment, starker Druck durch die Schweden. Svensson, Strömberg. Hat Karl-Heinz Förster im Liegen über den Ball geschlagen. Jetzt versucht er ihn zu treffen. Svensson bleibt Sieger, spielt ab. Strömberg. Erlandsson, Dahlqvist, Fredriksson, die Schweden jetzt mit vielen Stationen, weil gut und früh gestört wird. Dann Corneliusson, Berthold bei ihm. Corneliusson bleibt Sieger. Und Ball nicht im Netz. Oh, das war eine ganz brenzliche Situation, nachdem da gleich zwei diese Flanke verpassten. Ball sprang Jakobs wohl auf den Schenkel und von dort zu Toni Schumacher. Rummenigge, abgefälschter Ball.
Peter Briegel. Sehr gutes Stellungsspiel von Bremen, das fällt immer wieder auf. Nilsson. Andreas Ravelli gegen Berthold. Dahlquist. Zentimeter gefehlt. Schade. Schöne Einzelaktion von Rudi Völler, der sich da gegen drei Abwehrspieler durchsetzt. Der ein großes Beharrungsvermögen hat auch. Und da ging wirklich Zentimeter nur am Pfosten vorbei. Fredriksson, Erlandsson kommt zu spät. Riesenglück für die Schweden, dass es jetzt nicht 0-3 steht. Schiedsrichter hat auf dem Platz etwas gefunden. Ich versuche mal, mich zu erheben, dann kann ich es möglicherweise sehen. Dann lässt ein schwedischer Offizieller gleich in der Manteltasche verschwinden. Ich nehme an, dass da irgendetwas auf den Platz geworfen worden ist. Und der Schiedsrichter hat wohl eine Stadionsprecherdurchsage verlangt. Zeit wird auf jeden Fall nachgespielt. Strömberg, Nilsson, Ravelli, Krutz. Ehrlich, was der Frankfurter da macht, völlig unnötig. Hat ein Riesenglück, dass Dan Corneliusson den Ball über die Torauslinie transportierte. Den hätte er natürlich nach außen spielen müssen, nicht nach innen zum Torwart. Abseits. Rummenigge nach diesem Försterpass. Karl-Heinz Rummenigge hat sich da so gut es gegen robust durchzusetzen versucht. Humpelt noch immer ein bisschen, während die Kamera das Spielgeschehen verfolgt. Am schwedischen Strafraum hält sich der linke Oberschenkel und kommt jetzt wieder. Breme, faul an Svensson.
Name Karl-Heinz Rummenigge. Sehr häufig bei Freistößen, bei Flanken, ziehen die Schweden den Ball über die gesamte Abwehr, weil außen jemand wartet. Nilsson, Ravelli häufig. Das beschwört gelegentlich gefährliche Situationen herauf. Hüseyin, Erlandsson. Strömberg gegen Thomas Berthold. Tolle Ballführung von Rummenigge, der immer im richtigen Augenblick den Schritt macht, den Ball wieder abschirmt. Kluge Pässe spielt er auch noch. Breme. Strömberg liegt im Abseits und Karl-Heinz Förster klärt. Sechster Eckstoß für die Schweden. Jakobs und Förster in der Manndeckung sehr stark. Thomas Berthold sicher in der Offensive besser als in der Defensive. Da ist er einige Mal doch sehr großzügig weit von seinem Gegner weggeblieben. Rütz führt die Ecke aus. Wieder Rütz. Svensson, Prütz. Rummenigge bietet sie auf der anderen Seite an. Ah, schade, dass Pierre Libarski diesen Ball nicht ungehindert spielen konnte. Völler. Auch der war nicht von schlechten Eltern. Weitschuss von Rummenigge, gut 25, 30 Meter. Ich denke, dass das jetzt der Hinweis des Stadionsprechers sein wird, hier keine Gegenstände aufs Spielfeld zu werfen. Nilsson, Jakobs gegen ihn und dann Corneliusson. Ja, das war zu sehen, wie der Ex-Stuttgarter sich da freischlicht. Nur noch 1:2. 63 Minuten sind gespielt. Aus dieser sicheren Führung heraus, die deutsche Abwehr vielleicht ein bisschen zu leichtsinnig. Jakobs, dann kommt Corneliusson im Rücken von Karl-Heinz Förster. Unhaltbar für Toni Schumacher, das 1:2. In der 63. Minute. Jetzt kommt zum ersten Mal so etwas wie Stimmung auf im Rosunder Stadion. 42.000 Zuschauer, die jetzt jeden Rückpass wohl
mit Pfiffen begleiten werden. Ein bisschen Ruhe im Spiel wäre jetzt wichtig. Nicht so überhastetes Zuspiel wie gerade, den Ball ein wenig halten, schauen, wo der nächste freie Mann ist, einfach spielen. Augenthaler. Auf Erlandson. Grütz, kein Abseits, der Linienrichter lässt links, Schiedsrichter lässt weiterspielen. Sie sollten jetzt ein bisschen enger decken, so wie sie das in der ersten Halbzeit gut gemacht haben. Der schwedische Coach. Andreas Ravelli und die Ecken von links führt alle Robert Prütz aus. 21 Schweden in 21 Mann in der deutschen Hälfte. Ravelli. Rummenigge Litvarski. Platz wird ab hier. Ach, schade. Von beiden gut gedacht. Rummenigge, der nach außen gehen wollte, als er merkte, dass sein Bewacher nach innen lief. Wir müssten jetzt früher stören. Riegel müsste rangehen. Sie dürften nicht so nah an den deutschen Strafraum herankommen. Schumacher faustet daneben. Ja, das wird Toni Schumacher nicht geschmeckt haben, diese Situation. Kommt einen Augenblick zu spät aus dem Tor heraus, nachdem Karl-Heinz Förster den Ball ja mit dem Hinterkopf verlängert hatte. Litvarski. Also sie sollten es jetzt nicht zu gut meinen, zu schön spielen wollen. 2:1 ist auch ein Sieg. Sicherheit müsste jetzt vorgehen. Paul Berthold. An seine Mannschaftskameraden, dann Corneliusson, der Pfiff ging unter. Griff auch hier für meinen Geschmack ein bisschen zu früh an. Da hat er jetzt Glück gehabt, der Corneliusson. Der Dan Svensson ganz eindeutig am Trikot festhielt. Und Foul von Ergit, nachtreten, völlig unnötig. Gelbe Karte, der Ball war eigentlich vom Schweden in Richtung eigene Hälfte gespielt.
Ja, da merkt man jetzt doch auch, welche nervliche Belastung die Spieler hier zu tragen haben. Der Ball war unterwegs. Ein Mann von der Qualität eines Matthias Herget wusste sicher, dass dieser Einsatz völlig unnötig war. Nach der gelben Karte für Bremer, also jetzt noch eine für Herget. Sofort ausgeführt, der Freistoß. Und Sie sollten weniger lamentieren, aufpassen jetzt. 22 Minuten trennt sie noch von Mexiko. Ah, da hat er den Fuß drauf gehalten. Ravelli. Ich glaube, dass Andreas Brehme sich da sehr weh getan hat. Die Fouls häufen sich jetzt auf beiden Seiten. Ravelli hat sich vorsorglich schon mal in die eigene Hälfte zurückgezogen, damit der Schiedsrichter, der Van Langenhove, ihn möglicherweise nicht sucht für eine gelbe Karte. Noch 20 Minuten zu spielen. Die beiden beraten, wie die letzten 20 Minuten zu spielen zu überstehen sind, denn der Druck der Schweden wird immer größer. Franz Beckenbauer, dem es ja nicht nur um die Qualifikation für Mexiko geht, sondern der sehr gerne auch die Serie in Weltmeisterschaftsqualifikationen noch nie verloren zu haben, fortsetzen will. 35 Spiele blieb die deutsche Fußballnationalmannschaft in diesen Qualifikationsspielen unbesiegt. Dabei nur 3 Unentschieden, 32 Siege. Auch darum geht es ihm heute. Er sagt, ich wäre mit einem Unentschieden zufrieden, aber bitte keine Niederlage, nicht nur wegen Mexiko, denn wir haben ja immer noch 2 Heimspiele, aber um die Serie, da täte es mir echt leid. Rummenigge. Foul. Abseits. Wieder das Duell. Berthold gegen Svensson. Ich würde gerne mal wissen, was die beiden sich in Frankfurt sagen, wenn sie sich wieder treffen. Rummenigge. Sperrt Kirill Barski den 1,88 Meter Mann. Gut.
Riegelfoul an seinem ehemaligen Mannschaftskameraden Torbjörn Nilsson. Wieder diese lange Flanke. Und Abseits. Diese langen Zangen, die haben sie geübt über die gesamte Abwehr. Und dann steht immer hinten an der Strafraumgrenze noch jemand, der diese Flanken erwartet. Sieht nicht schön aus, was die deutsche Mannschaft im Moment macht. Diese Rückpässe, aber man muss daran denken, worum es geht. Noch eine Viertelstunde trennt die von Mexiko. Völler. Bei den Schweden wird ausgewechselt. Es kommt Mats Magnusson, der Nummer 15, der in der Schweiz spielt. Und für ihn geht Jan Svensson, der Frankfurter. Das alles 14 Minuten vor dem Ende. Die erste Auswechslung bei Schweden. Franz Beckenbauer hat im Moment sicher noch keinen Anlass auszuwechseln. Da ist die Rummenigge. Kein Abseits. Kein Abseits. Riesenchance erneut für Karl-Heinz Rummenigge, der blitzschnell gestartet war. Vielleicht hätte er es noch einmal probieren sollen, einen Haken zu schlagen. Gute Parade von Thomas Ravelli. Hans Holmquist, der Düsseldorfer im Team, dann haben die schwedischen Kollegen uns die falschen Rückennummern gegeben. Der einzige Angreifer, den der schwedische Trainer noch auf der Bank hatte. In der Bundesliga hat er für Düsseldorf 3 Tore bisher erzielt in der neuen Saison, Holmquist. Wieder fährt heute ein bisschen weit vom Mann weg. Dieses Doppelpassspiel zwischen Nilsson und Strömberg kündigte sich förmlich an. Da muss man einfach besser aufpassen, dicht an den Mann gehen. 9. Eckball für die Schweden. Gut, hat so Rudi Völler den Ball mit dem Hinterkopf in die Arme von Schumacher verlängert. Briegel, Rummenigge 2 gegen 2, wenn der Hans-Peter Briegel geht. Schön von Rummenigge. Briegel! Und Völler. Sehr schöner Heber von Karl-Heinz Rummenigge. Fast aus dem Stand über die Abwehr. Jetzt gute technische Leistung. Und Eckball
entscheidet der belgische Schiedsrichter, dritter Eckball für die deutsche Nationalmannschaft. Lässt den Ball fallen. War aber wohl attackiert worden. Die letzten 10 Minuten, meine Damen und Herren. Der Zwei-Mann-Sturm mit Rummenigge und Völler sorgt immer wieder für Entlastung, für Durcheinander in der schwedischen Abwehr. Strömberg. Holmqvist. Ja, das waren Befreiungsschläge, 3, 4 hintereinander, als die deutsche Abwehr die Situation nicht kontrollieren konnte. Holmqvist. Augenthaler, der sich jetzt zweimal in den Ball wirft. Matthias Hergers hat über seinen Befreiungsschlag Strömberg angeschossen. Ein erzürnter Robert Fritz. Die offizielle Zuschauerzahl eingeblendet, 39.157. Dahlqvist, aber der ist da. Strömberg, der andeutet, alle nach vorne in den Strafraum. Wenn wir noch eine Chance haben, dann bei Kopfbällen hoch hinein. Nilsson.
abseits. Nicht ein Foul angezeigt, sondern abseits. Riegel. Völler in der Mitte. Von der Ecke. So, noch 5 Minuten, meine Damen und Herren. Die fehlen der deutschen Mannschaft noch, dann ist sie endgültig und unumstößlich für das WM-Turnier in Mexiko qualifiziert. Littbarski, vierter Eckball. Diesmal auch eher lang über die Abwehr. Herget. Karl-Heinz Rummenigge. Erlandson. Abseits zeigt der Linienrichter an, nicht gesehen vom Schiedsrichter, der mit dem Rücken zu seinem belgischen Landsmann stand. Und die Kontermöglichkeit. Littbarski, 2 gegen 2. Ah, schade. Franz Beckenbauer hat sicher einen guten Griff getan, als er dem Kölner erneut das Vertrauen schenkte, der schwach in der Bundesliga gespielt hat. Den Eckball zum ersten Tor schlug, die Vorlage zum 2:0 gab und auch hier gerade wieder eine schöne Einzelaktion von Pierre Littbarski. Strömberg, Klaus Augenthaler. Ein bisschen ist die große Linie aus der deutschen Abwehr raus, aber da wird jetzt nur noch gekämpft, versucht, nicht mehr den Ausgleich hinnehmen zu müssen. Da wird nicht mehr schön gespielt und abseits. Schweden werden noch einmal wechseln. Schiedsrichter hat nicht gesehen, dass hier eingewechselt werden sollte. Foul von Littbarski an Strömberg. So, und ich glaube, Andreas Ravelli geht, ja genau, der Zwillingsbruder des Torwarts geht, während wir hier noch einmal den Einsatz von Pierre Littbarski und das Foul an Strömberg sehen. Andreas Ravelli geht und jetzt kommt Mats Magnusson. Zu spielen nach meiner Uhr noch knapp 2 Minuten. Ja, die Schweden arbeiten da natürlich mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln, setzen den Körper voll ein. Schiedsrichter Langenhove hat eigentlich bis auf ein, zwei Ausnahmen, die aber nicht gravierend waren, gut gepfiffen, finde ich.
so in die letzte Minute läuft, meine Damen und Herren. Ich denke, man muss davon ausgehen, man darf davon ausgehen, dass das Team von Franz Beckenbauer sich hier endgültig für Mexiko qualifiziert hat. Nach drei schwachen Spielen, drei Niederlagen in Serie mit 0-6 Toren, ohne überhaupt einen Treffer selbst erzielt zu haben. Doch jetzt der neue Mann und das 2-2. Mats Magnusson erzielt in der 90. Spielminute das 2-2. Ja, jetzt wird es natürlich noch einmal spannend. Ich weiß nicht, ob der Schiedsrichter nachspielen lässt. Ja, der Trainer, der strahlt über die glückliche Hand, die er beim Einwechseln gehabt hat. Der lange Pass von Torbjörn Nilsson in den Lauf. Das würde bedeuten, wenn die deutsche Nationalmannschaft die beiden noch ausstehenden Heimspiele verlieren würde, dann käme sie auf maximal 5 Minuspunkte. Sie ist also qualifiziert, aber für die Schweden sieht die Bilanz jetzt auch wieder ein bisschen besser aus, denn die ersten beiden dieser Gruppe 2 gehen ja nach Mexiko. 1-2 unentschieden, 1-0 Völler, 2-0 Hergett, dann in der zweiten Halbzeit das Anschlusstor durch Dan Corneliusson und der Ausgleich praktisch mit dem Schlusspfiff durch Mats Magnusson. Viele fragen sich, ob es sinnvoll sei, überhaupt nach Mexiko zu gehen, in Anbetracht der Nöte, die dort herrschen, ob Fußball dort überhaupt ein Thema sein könne. Die FIFA hat sich entschieden, wie geplant, dort zu spielen. Ich denke auch, man sollte die WM dort austragen, denn die Menschen, die Mexikaner wünschen es sich, während wir hier noch einmal das 2-2 sehen. Die Mexikaner wünschen es sich und der Fußball, der Sport könnte hier mal wieder etwas Gutes tun, nicht nur Selbstzweck sein, nicht nur den kommerziellen Gedanken erfüllen, wenn die Beteiligten bereit wären. Und das ist mein Vorschlag, von dem, was dort eingenommen, was dort an Gewinn gemacht wird bei der Fußball-Weltmeisterschaft, einen Teil zumindest im Lande zu lassen und so den Bedürftigen, den Notleidenden in Mexiko zu helfen. Mit diesem Bild des Torschützen zum 2-2, dem glücklichen Ausgleich und für die Schweden sicher so wichtigen Ausgleich, darf ich mich jetzt aus dem Rosunda-Stadion von Stockholm verabschieden und gebe zurück in die Sendezentrale. Unser Reporter im Rasunda-Stadion war Eberhard Fiegelmeier und man hat am Schluss gemerkt, wie gut den Schweden das 2-2 dieser Ausgleichstreffer noch getan hat. Denn sie stehen jetzt vor 2 Auswärtsspielen. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist qualifiziert. Das wird die Tabelle jetzt deutlich machen, denn sie hat ja auch noch Schützenhilfe bekommen durch die Tschechoslowakei, die den Mitkonkurrenten Portugal heute Nachmittag 1-0 geschlagen hat. Es war kein hervorragendes Spiel, nur 10.000 Zuschauer in Prag. Aber die Tschechoslowaken sind ja mit diesem Erfolg selber noch mal sozusagen ins Spiel gekommen. Sie sind mit 5 Pluspunkten, wie wir sehen in der Tabelle, durchaus noch in der Chance, auf Platz 2 zu kommen. Die erste Position ist der deutschen Mannschaft nicht mehr zu nehmen. Das restliche Programm am 16. Oktober in Stuttgart, Deutschland gegen Portugal. Und dann am 17. November in München, Deutschland gegen die CSSR.